Hallo Leute, heute melde ich mich mal wieder, vor allem weil ich was zu meckern habe. Aber allzu lang will ich es nicht machen, weil es ist extrem heiß hier oben, auch wenn das Wetter heute nicht so ideal ist. Ihr werdet es vielleicht dann bei der Außenaufnahme sehen. Ja. Also, diese Woche habe ich mich am meisten. Ja, geärgert ist vielleicht das falsche Wort, aber ich war schon sehr erstaunt über diese Aussage von Musk, dass die Teslas bald appreciating assets sein würden, also Dinge, die im Preis steigen und nicht Wert verlieren über die Zeit. Was meiner Meinung nach irgendwie einfach völliger Unsinn ist. Er spricht ja von der Möglichkeit, bis zu irgendwie $300.000 zu verdienen, hat er, glaube ich, mal erzählt mit dem Auto. Ja, über viele Jahre. Ja, man kann mit vielen Dingen etwas verdienen, das heißt aber noch nicht, dass das Ding selbst an Wert gewinnt über die Zeit. Also, wieso jetzt ein älterer Tesla mehr wert sein sollte als ein neuerer, erklärt das, weiß Gott ja noch gar nicht. Also wenn ihr mich fragt, ist es einfach mal wieder ein Versuch, heute Autos zu verkaufen mit dem Versprechen, irgendwann, werden die dann mehr wert sein. Also wenn man sich überlegt, wie viel das Auto fahren muss, um so viel Geld zu verdienen, dann steckt dann auch ein bisschen Arbeit dahinter. Dann muss das Auto in den Service, es muss gereinigt werden, es muss vor allem mehrmals täglich geladen werden. Wie das alles funktionieren soll, ist ja auch noch nicht gesagt. Aber egal, wie auch immer, es führt nicht zu einer Wertsteigerung des Autos. Ist dasselbe wie zu sagen, was weiß ich, ein Herd, auf dem gekocht wird, der steigt im Wert, weil er für viele hunderttausend Euro Essen zubereiten wird über Dauer. Also, Unsinn. Ich müsste entschuldigen, der Nachbarshund lenkt mich mal wieder ab mit seinem Gebelle. Ja, eben solche Aussagen, die lassen mich manchmal einfach wirklich an Tesla zweifeln. Irgendwie. Ist das jetzt einfach nur eine Masche, um Autos zu verkaufen, oder ist man so verzweifelt gerade wieder, dass man zu solchen Mitteln greifen muss? Also mich schreckt sowas einfach immer ab. Wenn man doch nur 10 Sekunden drüber nachdenkt, ist doch klar, dass diese Autos niemals im Wert steigen werden. Und schaut doch auch mal die Realität an, was im Moment passiert. Die Preise sind nämlich mal wieder gesunken. Was ich auch gut finde. Und schaut euch auch mal an, was euch Tesla so anbietet, wenn ihr ein Auto eintauschen wollt, einen alten Tesla. Die Preise sind nicht toll, die sind ganz im Gegenteil ziemlich mies. Also, ja, ist doch alles BS. Naja, ich will gar nicht darüber weiter darauf eingehen. Ich glaube, es ist den meisten Menschen klar, wenn man mal sich hinsetzt und ein paar Sekunden darüber nachdenkt, was wird passieren, dass das alles nicht ganz so ist, wie er einen glauben machen will. Vor allem auch, stellt euch mal vor, einerseits, wie viele Fahrten das es braucht, um so viel Geld zu verdienen, und welche Konkurrenz sich da aufbauen wird, selbst wenn es nur Teslas wären. Wobei ich noch immer nicht sicher bin, dass Tesla die ersten sein werden, die das anbieten, auch wenn sie die größten Töne spucken. Aber okay, die Konkurrenz wird groß sein. Große Konkurrenz führt zu was? Zu steigenden Preisen? Selten. Und man kann ja nicht einerseits sagen, es wird so viel billiger, Transport. Also, Leute zu transportieren, einerseits, und andererseits wird dann alles immer teurer gleichzeitig und man verdient viel mehr und nee. Aber naja, gut, ich habe jetzt gesagt,
Was ich davon halte, die weiteren Überlegungen könnt ihr euch auch selbst machen. Man kann da aus so vielen Ecken dran rangehen und kommt immer zum selben Schluss, also zumindest ich, dass ich da gar nicht alle Argumente liefern will. Dann noch ein paar andere Kommentare. Ich habe diese Woche mit einiger Freude zur Kenntnis genommen, dass man jetzt das Model 3 Performance wieder mit 18 Zoll Felgen kriegen kann und ohne tiefer gelegte Suspension Federung, weil eigentlich möchte ich ja mein Model Y genauso haben. Ich möchte die Performance, aber ich möchte auch den Komfort. Ich will sicher kein tiefer gelegtes Fahrwerk und auch keine 20 Zoll Felgen. Was natürlich schön wäre, wären die besseren Bremsen und auch den Track Mode zu haben, einfach so zum Spielen. Aber ja. Nur ist es leider so, dass ja beim Model Y da überhaupt noch nichts passiert ist. Also gut, vor allem diese Option, dass man das kriegen kann, gibt es auch bisher nur in den USA. Mal schauen, ob das in Europa auch kommt und ob es dann auch bleibt oder ob sie es dann wieder streichen. Das ist auch so was, was mich nervt. Ehrlich, Optimierungen sind ja schön und gut, aber bitte ein bisschen Auswahl könnt ihr doch den Menschen lassen, wirklich. Gut. Eben, bei Model Y gibt es da noch gar nichts derartiges. Da bei Model Y ist sogar immer noch die Fahrbeweisaufpreispflichtig. Ich habe das ja so bestellt. Und irgendwann möchte ich dann vielleicht mal die Konfiguration anpassen lassen. Mal schauen, was dann mit dem Preis passiert. Aber ja, eilt ja noch nicht. Also eben da grundsätzlich fände ich das schon sehr gut, wenn man die Performance auch kriegen könnte, ohne sich das Auto kaputt zu machen. Wobei, eigentlich muss ich ja sagen, so meine Konfiguration liegt im Moment irgendwie bei 84.000, glaube ich, Euro. Und eigentlich würde ich zu dem Preis ja schon erwarten, dass ein Auto und vor allem ein SUV eigentlich ein Luftfahrwerk hat. Und zwar so in der Art, wie das Raven es jetzt hat, wo man wenigstens Komfort und Sport wählen kann und nicht nur die Höhe. Also, ja, finde ich, bei dem Preis sollte das eigentlich schon drin liegen. Aber eigentlich auch, ja, verstellbare Kopfstützen und so. Aber ja, es ist halt so, wenn Herr Musk findet, das braucht man nicht, dann gibt es es nicht. Nee. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Dann habe ich die Tage eine Mail gekriegt, wo mir in Murcia oder Valencia, also gut, nee, generell, aber das sind die am nächsten liegenden Orte, Probefahrten fürs Model 3 angeboten wurden. Und ja, in Murcia sind es, glaube ich, ein, zwei Tage und in Valencia aber irgendwie fast ein Monat. Und Valencia ist ja eh näher für mich. Was habe ich gesehen? Fahrzeit wäre 1,5 Stunden. Einen Moment war ich irgendwie interessiert, aber irgendwie, es hat auch wieder Tesla. Wer sagt mir, welche Nachteile ich haben werde in Zukunft, wenn ich jetzt eine Probefahrt buche? Vielleicht kriege ich irgendein Goodie nicht. Vielleicht kann ich das Auto im Zweifel weniger lang zurückgeben, was ja auch keinen Sinn macht. Man gibt das Auto ja nicht zurück, weil einem das Modell generell nicht gefällt in den meisten Fällen, sondern vielleicht weil das Auto, das man da gekriegt hat, nicht in Ordnung ist. Finde ich zumindest. Also hat von mir aus gesehen überhaupt nichts damit zu tun, ob man eine Probefahrt gehabt hat oder nicht. Aber gut. Von dem her lasse ich das wohl bleiben und hoffe, ich kann irgendwann mal wieder eins mieten oder so. Diese Woche habe ich übrigens wieder eins gesehen. Doch schön. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, glaube nicht. Ich habe die Tage auch
zweimal einen Kona gesehen, der genau aussieht wie meiner, also auch weiß mit schwarzem Dach und natürlich elektrisch. Das war schon interessant, weil viele gibt es von denen wirklich nicht. Konas gibt es eine ganze Menge, aber elektrische habe ich bis jetzt noch keinen gesehen. Okay, zurück zu den Probefahrten. Nein, stimmt gar nicht, hat nichts damit zu tun. Als ich gelesen habe, da welche weiteren Supercharger geplant wären, dass es da eine neue Map gäbe, bin ich mal schauen gegangen und habe gesehen, da ist für Alicante ein Supercharger geplant, allerdings erst für Ende nächsten Jahres. Und dabei habe ich dann auch gesehen, dass in Valencia auch was geht. Und zwar heißt es da, da ist ein Service Center geplant. Demnächst wäre wohl die richtige Übersetzung. Wobei ich halt staune, wenn es beim Supercharger Ende 2020 heißt, ist das ja die genauere Angabe als demnächst. Ist demnächst dann vor Ende 2020 oder danach? Ich fürchte eher danach, denke ich mal. Und gleichzeitig habe ich auch gesehen, dass es jetzt wieder einen Tesla Store gibt in Valencia offenbar. Gab es ja schon mal, aber das war nur so ein Pop-up Store in einem Hotel, glaube ich, oder sowas. Ich war ja nie da. Aber der hat jetzt richtige Öffnungszeiten. Also, ja, vielleicht gehe ich mir das irgendwann mal anschauen. Aber ich gehe sehr selten nach Valencia. Und wir sind dann halt doch hin und zurück, 3 Stunden Weg. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Es gibt ja da diese riesen Kreisel, irgendwie achtspurig mit Ampeln im Kreisel drin. Und also ich finde die haarsträubend zu fahren. Vor allem, weil niemand so genau weiß, wie es funktioniert. Also generell eben sind in Spanien. Ist nur die äußere Spur eigentlich die, wo man rein und rausfahren darf. Selbst wenn, wobei, wenn die Ausfahrtspur mehr spurig ist, macht es eigentlich auch keinen Sinn. Naja, also ich verstehe es nicht. Ich bin immer am Schwitzen, wenn ich da durch diese Kreisel fahren muss. Von dem her mache ich das nicht gern. Aber mal schauen. Und vor allem jetzt in dieser Hitze. Naja. Aber spannend wäre es halt schon. Ich müsste auch mal fragen, ob man da aufladen kann, wobei ja meine Reichweite ist übrigens ist ja groß genug. Ach ja, ich muss mir so langsam Gedanken machen, meinen Kona in den Service zu bringen und habe jetzt mal der Garage geschrieben, wo ich ihn gekauft habe. Und da staune ich jetzt auch ein wenig. Jetzt haben mir die geschrieben, das Mutterhaus quasi in Gandia werde sich bei mir melden nächste Woche. Das ist ja ein Stückchen weiter für mich, also statt 20 Minuten dann vielleicht irgendwie 30, 40 zu fahren. Und da habe ich dem geschrieben, ja, wieso? Und dann meinte sie, ja, weil er elektrisch sei und sie wenig Leute hätten, habe er gedacht, das wäre besser. Verstehe ich nicht ganz, weil der Service an dem Auto hat mit dem elektrisch sein ja direkt recht wenig zu tun, was da gemacht wird. Und viel zu tun ist ja eigentlich auch nicht. Aber vielleicht ist es besser, wenn ich das Auto in das Mutterhaus bringe, wo sie vielleicht auch schon mal einen elektrischen Kona gesehen haben, wirklich. Weil meinen haben sie mir ja damals direkt geliefert, ohne überhaupt mal drin gesessen zu sein, im Prinzip. Und da von meinem Zuschauer, der auch gelegentlich kommentiert, der den zweiten genommen hat, da weiß ich nicht, wie es genau gelaufen ist, aber seither werden sie da wahrscheinlich auch kein weiteres Auto mehr gekriegt haben. Also viel Erfahrung haben sie nicht, vielleicht ist das besser, wenn ich es in die andere Garage bringe. Was halt auch ein bisschen mühsam ist, ist, dass man irgendwie nichts von Ersatzfahrzeugen wissen will. Das heißt, ich muss dann irgendwie vor Ort warten. Wobei, vielleicht ist das jetzt dann in Gandia anders.
Renault hat ja in dem Sinn noch besser gemacht. Die haben mich zu Hause abgeholt und wenn ich das Auto bringe, dann jeweils wieder nach Hause gebracht. Das finde ich noch ganz nett. Ist natürlich auch nicht ganz so weit, aber trotzdem. Also irgendeine Lösung müsste es da schon noch geben. Das macht Tesla im Allgemeinen ja besser. Aber eben ja, vielleicht geht das ja in Gandhi ja auch besser. Nochmal zur Zoe. Ich habe sie jetzt wieder zu Hause. Übrigens, die Reparatur, die sie gemacht haben vom Heckschaden, die ist nicht gut. Ich habe jetzt gerade also als die Sonne in einen bestimmten Winkel reingeschienen hat, gesehen, dass man immer noch eine Beule sieht in der Stoßstange, also ja, in der Plastikverkleidung. Wie es darunter aussieht, will ich gar nicht wissen. Und ja, auch das Spaltmaß stimmt nicht ganz, wobei, habe ich gesehen, ist bei anderen Autos, also bei anderen Zoes auch so. Aber ja, da muss man nochmal ran. Aber ich kann sie natürlich jetzt nicht mehr bringen, weil ich habe nur noch 60% Akku und kann das Auto jetzt gar nicht mehr laden. Die netten Leute haben hier wahrscheinlich den Lader jetzt irgendwie komplett abgehängt oder ich weiß es auch nicht. Vorher ging es ja mit dem Notladegerät zumindest noch ein bisschen. Das heißt, ja, zum Glück habe ich keinen Vampire Drain. Ich bin immer noch am Diskutieren, habe immer noch keinen Bescheid von der Versicherung, ob das jetzt eine Rechtsschutzversicherung übernehmen würde oder nicht. Aber ich habe eigentlich nicht im Sinn, diese Reparatur zu bezahlen. Ich frage mich schon, ob ich mal selbst schauen soll. Weil irgendwie mehr als ein paar Kondensatoren, die es da gebraten hat, kann das ja eigentlich nicht sein. Ob es da nicht auch irgendwelche Firmen gibt, die darauf spezialisiert sind schon? Naja, in Spanien wahrscheinlich nicht. Naja, es ist alles ärgerlich. Also, dass ich bis jetzt die große Ersparnis gehabt hätte durch Elektroautos, kann ich so nicht unterschreiben. Nur Ärger. Das auf jeden Fall. Aber mit dem Kona bin ich eigentlich sehr zufrieden. Bis jetzt. Bis dann halt mal was nicht mehr läuft oder so. Dann sieht es vielleicht dann anders aus. Ja, so, ich will hier aus der Hitze fliehen. Mal schauen, ob ich eine Runde schwimmen gehe am Meer, wobei eben das Wetter ist heute nicht so toll. Wenn es dann zu windig ist und die Wellen zu hoch, kann man auch nicht gut schwimmen, aber ja, der Pool ist halt auch langweilig. Ja, ich weiß, ich habe Sorgen. Ne? Gut. Ja, das war so mein Aufreger der Woche da mit den teurer werdenden Teslas. Was für ein Unsinn. Ja, vielleicht noch schnell halt auch was so die Fanboy-Seiten daraus machen, jeweils nervt mich zum Teil schon ein bisschen. Irgendjemand hat Musk gefragt, wann man denn den schwebenden Roadster sehen wird mit den SpaceX, ich weiß nicht, ja, einfach diesen Cold Air Boostern oder wie sie heißen. Und dann hat er geantwortet, vielleicht Ende 2020 oder so. Und da Electrek macht dann schon daraus, Tesla plant, das Ende 2020 zu demonstrieren. Nein, planen sie nicht. Er hat gesagt, vielleicht, was so viel heißt wie, wenn Elon Time nicht gelten würde, bestünde die Chance, aber so gesehen ist es so gut wie ausgeschlossen. Ne? Nicht sie planen, also, naja. Na gut. Ah ja, und dann auch war dann wieder so eine Diskussion weil ein e-tron mal in der Nähe eines Superchargers gezeigt wurde. E-tron, e-tron. Und dann solltet ihr die Kommentare wieder lesen. Ja, wie das.
wie sich die selbst disqualifizieren, wie der E-Tron so viel schlechter sei, wie der, kein Mensch könnte den kaufen, wenn man einen Tesla kaufen kann, oh, und so weiter und so weiter. Also, ja. Soll mir einfach keiner erzählen, die Tesla-Fanboys wären für Elektroautos. Die sind nur für Tesla. Und soll mir auch keiner erzählen, der Musk sei für Elektroautos und wolle eigentlich nur das fördern, weil dann würde er keine blöden Etron-Witze machen an der Shareholders oder wo war's? Ja, also ich finde das ziemlich geschmacklos. Aber ja, vielleicht hat er halt einfach auch den Humor eines Neunjährigen oder so. Gut, soll es gewesen sein. Schönes Wochenende, tschüss. Übrigens, mein Gestammel kommt daher, Hitze macht blöd. Tschüss.